Unendlich viele. Und unter Umständen zu Recht, ja. Also weil es natürlich erhebliche, ja, also man sagt immer so, es ist disruptive, ja, es wird vieles verändern. Sind heute schon Sachen kurz berührt worden, wie im Gesundheitsbereich. Also bisher kennen wir das halt häufig im Bereich Werbung. Und da kann man sagen, okay, wenn da irgendwie Daten verwendet werden, finden manche schwer und nicht schön, ja, aber es sind nicht so viele und es ist auch nicht so wirklich schadhaft. Ja. Also wenn man einen Banner bekommt, der auf Tracking-Daten basiert, stirbt keiner von, wird auch keiner krank von oder so. Ne. Wenn man sich hingegen vorstellt, dass jetzt diese Vorgehensweise, ja, mit Daten und Algorithmen Dinge zu steuern, adaptiert wird von Autoindustrie zum Beispiel, ja, selbstfahrende Autos oder eben von der Gesundheitsindustrie, dass plötzlich bestimmte Leute vielleicht nicht mehr zum Doktor gehen, sondern mit einem Computer sprechen, der ihnen eine Diagnose gibt, dann kommt es natürlich einen ganz anderen Drive. Und spätestens dann ist klar, dass man Datenschutzdiskussionen nicht als lästige irgendwie Hürde nehmen soll, sondern dann ist es eine zentrale Frage, ja, wie wir sowas hinkriegen, dass es, ja, wie ich gesagt habe, zum Benefit der Gesellschaft auch ist. Es sind im Prinzip zwei Dinge, die bei diesen Entwicklungen, Internet of Things oder Programmatic Environment und so weiter, eine Rolle spielen. Das eine, die Daten, die dabei verwendet werden, die getrackt werden und so weiter, ne, die, da denke ich, sollte es eine Möglichkeit geben, systematisch für Konsumenten an die Daten ranzukommen, sie zu kontrollieren, zu kennen und so weiter. Und das zweite sind eben die Verfahren, die auf die Daten angewendet werden, eben die Algorithmen. Ne. Ich glaube, dass beides wichtig ist und einer Art von Ethik unterliegen sollte, mit Möglichkeiten, es zu kontrollieren, einzusehen und so weiter. Eine der Keynote-Speakerinnen heute Morgen hat ja diese Idee, dass man wie so Nutrition-Labels auf Nahrungsmittel auf Internet of Things ein Label macht, wenn sie connected sind, und also ein QR-Code zum Beispiel. Und wenn ich den einscanne, lande ich auf einer standardisierten Seite, wo ich sehen kann, welche Daten sammelt dieses Gerät, ja, und kann sie vielleicht runterladen oder löschen. Ja. Fand ich zum Beispiel eine schöne Idee in die Richtung. Auf jeden Fall, ja, weil das, also einmal sind wir sozusagen in der Sturm- und Drangphase dieser Entwicklung, wo Leute begeistert sind und viele Leute sieht man mit mehreren Fitness-Trackern am Arm rumlaufen, nicht nur einem. Und die Daten werden überall hochgeladen, geshared und so weiter. Also es ist, ja, ich finde wirklich Sturm- und Drangzeit, es beschreibt es ganz gut. Ne? Und die hat damit zu tun, dass man begeistert ist von den Innovationen, alle probieren die Produkte aus und so weiter. Und es ist tatsächlich nicht so sehr die Phase, wo man sagt, was bedeutet das denn, wenn ich, ne, die eine Rednerin heute hat ein Produkt, das heißt Good Night Lamp. Ne? Das ist eine vernetzte Lampe, Nachttischlampe, die man sich neben das Bett stellt, ne? Und die im Internet ist. Und natürlich müsste man Fragen stellen, wollen wir Sensoren, die mit dem Internet verbunden sind und wo wir nicht genau wissen, was die machen, in unserem Schlafzimmer haben, neben unserem Bett. Aber im ersten Moment macht man das nicht, ne? Weil man erstmal denkt, wow, ja, eine Lampe, die übers Internet geschaltet werden kann und sich synchronisiert mit der Lampe des Partners oder der Partnerin, wie toll. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt schon so, ne? Weil sehr viele Dinge, mit denen wir umgeben sind, öffentlicher Nahverkehr, Gegenstände, Bluetooth-Beacons in den Shops und so weiter, sind bereits jetzt von Internet of Things umgeben an vielen Stellen und können uns dem nicht entziehen. Ne? Es wird nur noch wahrscheinlich exponentiell zunehmen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Frage eine wichtige ist, ja, weil wir vielleicht Möglichkeiten schaffen müssen, dass man sich dem tatsächlich entziehen kann oder zumindest sich unscharf machen kann, wenn man so will. Ja. Also einen Filter einschalten, wo man sagt, ich möchte jetzt hier diese Stadt besichtigen, ohne getrackt zu werden oder ohne so getrackt zu werden, dass es verbunden werden kann mit meinem Health Record zum Beispiel. Ne. Dass man sich sozusagen pseudonymisiert oder irgendeinen Filter anschaltet. Ne. Ich glaube, es fehlt an sowohl übrigens Regulierung dazu, als auch an technologischen Ansätzen, um das zu verbessern. Also ich habe persönlich so einen Punkt, ne, mit dem ganzen Quantified Self zum Beispiel. Ja? Idee, am besten jede Muskelzuckung wird durch irgendeinen Sensor aufgezeichnet und aufs Handy und ins Internet hochgeladen und dann gibt es irgendwelche Optimierungsempfehlungen, der sagt, bitte jetzt sofort laufen gehen und jetzt schneller laufen, jetzt langsamer und so.
Ich glaube ehrlich gesagt, es wird fast eine natürliche Gegenbewegung geben, dass Leute sich dem entziehen. Also ich habe zum Beispiel abgestellt, ja. Ich mache beim Laufen nicht mehr, lass mich nicht mehr tracken, weil es mir ehrlich gesagt zu nah ging. Ja. Das ist irgendwie, ich kann laufen ohne, es muss mir nicht irgendjemand sagen, du bist jetzt irgendwie 30 Sekunden schneller gelaufen als gestern. Das hilft mir nicht unbedingt. Ne? Insofern glaube ich tatsächlich, dass es so ein, meiner Ansicht nach ist das Ziel, alles wird gemessen, alles wird hochgeladen, geshared, optimiert, ein falsches sowieso. Ja. Und ich glaube, es wird auch eine Gegenbewegung geben, wo Leute sich dem wieder anfangen, sich dem zu entziehen. Es wird spannend und herausfordernd, weil viele dieser, gerade im Internet of Things, dieser Devices versuchen ja, intelligentere Interfaces zu uns Menschen zu etablieren. Ne? Also dass ich zum Beispiel mit Gesten was steuern kann, per Sprache oder dass die Dinger erkennen, ich bin jetzt gerade, setze mich müde auf den Stuhl und jetzt mache ich eine andere Musik an. Ne? Das heißt, da wird viel Know-how reingesteckt in das Engineering der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und daraus könnte man ableiten, es wird für uns angenehmer. Ne? Also die Sachen werden smarter, sie werden besser sich auf uns orientieren. Man wird nicht mehr einen Computer aufklappen und hochfahren müssen, um irgendwas zu steuern, sondern dann nur kurz rüberrufen. Ne? Dann wird das passieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Gefahr, dass, wie immer übrigens schon in der Industriegeschichte, dass durch Automatisierung Arbeitsplätze verschwunden sein werden oder auch einfach Leute verschwinden. Ja, also guckt man sich den Pflegebereich an, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit in wenigen Jahren üblich sein, dass alte Menschen zum Teil zumindest von Robotern gepflegt werden und betreut werden. Ja. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss, ne, auf wie die leben und wie Leute in Pflegeberufen einen Job bekommen können und so weiter. Insofern hat es beide Seiten, denke ich. Ja.